Es gibt mehr Informationen zum heutigen Update. Neben den neuen und überarbeiteten Hautfarben haben die Entwickler in einem gestrigen Livestream ebenfalls ein paar neue, coole Objekte für The Sims 4 vorgestellt, die ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Passend zum Hispanic Heritage Month haben die Entwickler für das heutige Update ein paar neue Objekte hinzugefügt, welches ab 19 Uhr für alle Spieler am PC und Mac bereitstehen wird. So soll es insgesamt 2 neue T-Shirts für Erwachsene geben, auch die Kinder bekommen hier ein neues Oberteil. Diese sind alle im lateinamerikanischen Stil gehalten, laut den Entwicklern haben diese für das Update ebenfalls mit einem lateinamerikanischen Tätowierer zusammengearbeitet. Ebenfalls neu ist dieses Tattoo. Auch im Baumodus wurden ein paar nützliche und farbenfrohe Objekte hinzugefügt. So gibt es hier einen neuen Stuhl, Tisch sowie diese Wanddekoration. Der neue Grill, der etwas anders funktioniert als die, die wir bereits im Spiel haben, und dieser Tonkrug. Die für wahrscheinlich viele größte Neuerung ist diese neue Gartenüberdachung, welche mit Blumen bewachsen ist und von vielen Zimmern wahrscheinlich in jedem neuen Grundstück verwendet wird. Um dem Thema dieses Updates aber gerecht zu werden, gibt es ebenfalls neue Gerichte, die eure Sims am Grill zubereiten können. Übrigens, wenn ihr auf verschiedene Sims 4 Packs ordentlich sparen wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei. Hier findet ihr viele Packs bis teilweise 60% günstiger. Den Link zu den Angeboten findet ihr in der Beschreibung. Was denkt ihr über dieses Update? Freut ihr euch auch so sehr über die blumige Überdachung wie ich? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.